Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir bzw. von uns. Endlich kehrt ja so ein... Ich dachte, du grüßt gerade Leute draußen. Nee. Endlich kehrt ja so ein bisschen Normalität ein und wir haben gerade Sonntag. Wir werden den Vlog über so ein paar mehrere Tage filmen. Und ja, heute sind wir zum Essen verabredet mit Piotriks Schwester und der... Und dem Freund von der Schwester. So, also werden wir jetzt erstmal losfahren. Und draußen braucht man bei uns keinen Test mehr. Aber wenn man drin sitzen möchte, dann braucht man schon noch einen Schnelltest. Und weil wir nicht wissen, wie das Wetter sich gleich entwickelt, werden wir jetzt noch ganz schnell einen Schnelltest machen gehen. Ich habe wirklich gar keine Lust darauf. Aber ich würde sagen, den Vlog habe ich ja schon begonnen. Also fahren wir jetzt einfach schnell zum Schnelltest. Schnell zum Schnelltest. Und ja, wir nehmen euch mit über ein paar Tage jetzt. Beeilung, 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 wir sind spät! So sieht das Essen aus, vegane Salami. Ich bin sehr gespannt. Piotrik hat Thunfisch und ja, es sieht auf jeden Fall gut aus. So Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Essen und jetzt holen wir uns noch einen Nachtisch. Also wir holen uns so ein Eis, unten so ein Hot Brownie und dann so ein Eis obendrauf und das gibt's hier und deswegen, guck mal, Piotrik da. Deswegen gehen wir da jetzt hin und holen uns da einen Nachtisch. Ich bin richtig traurig. Sag wieso? Die Eisdiele war einfach schon zu. Wir waren um 20.03 Uhr da und um 20 Uhr machen die zu. Die Tür war sogar noch auf, aber die wollten uns einfach kein Eis mehr geben. Beziehungsweise ich wollte ja so einen Hot Brownie mit Eis oben drauf. Wir stehen hier einfach wirklich schon Ewigkeiten in der Schlange. Und sind immer noch nicht dran. Ich habe meinen Hot Brownie mit Eis. Yay! 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 Leute, wisst ihr, was Piotrik gemacht hat? Der fährt vor. Wir haben erstmal eine Ewigkeit gewartet. Bestimmt eine Stunde waren wir da jetzt, ne? Nur für dieses Eis. Auf jeden Fall, er fährt sofort. Der sagt so den Preis. Piotrik bezahlt. Und Piotrik fährt einfach weg. Hinter uns 10 Autos. Alle Autos rücken vor. Ich so, hey, du hast mein Eis vergessen, ne? Alle Autos schon nachgerückt, wir so weit es geht, sind wir nach hinten gefahren, aber natürlich nicht weit genug. Ja, und dann haben wir doch noch natürlich unser Eis bekommen oder mein Eis, aber irgendwann hat mich einfach vergessen, er bezahlt so und fährt einfach weiter. Das war Fail meines Lebens. Ich hatte gerade richtig einen Bug. Das Eis schmilzt schon, ich esse jetzt mal und dann fahren wir nach Hause. So, wir lassen jetzt den Abend noch ausklingen mit einer Folge von einer Serie, die wir momentan schauen. Und zwar ist das die Serie SWAT. Wir sind jetzt schon bei Folge 12. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt Montag und heute mussten wir wieder arbeiten. Was heißt mussten? Wir haben gerade mal 10 Uhr morgens oder fast 11 Uhr und auf jeden Fall sitzen wir vorm Laptop. Ich hatte heute Morgen eine Vorlesung gehabt von der Uni. Und ja, ich bin ziemlich demotiviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Wetter ist auch nicht mehr ganz so schön und ja, ich bin nicht so motiviert auf den Tag. Aber später wollen wir auf jeden Fall noch ins Fitnessstudio. Weil wir haben ja jetzt einen negativen Test von gestern und bei uns kann man mit einem negativen Test ins Fitnessstudio. Das heißt, wenn wir fertig gearbeitet haben, also so gegen 16 Uhr, werden wir ins Fitnessstudio gehen. Das erste Mal nach ein Jahr, zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, ey, wann ich das letzte Mal im Fitnessstudio war. Wir haben übrigens einen Grill. Der wurde hier sogar schon ein, zwei, dreimal eingeweiht jetzt hier. Also wir haben schon mal gegrillt. Piotrik war jetzt gerade kurz einkaufen. Ich hatte noch ein Meeting und er war schon mal einkaufen. Und zwar hier zweimal Mais. Und was auch richtig, richtig lecker schmeckt, sind von Valais diese Crispy Sticks. Vegetarische, keine Ahnung, sowieso Chicken-Dinger. Auf jeden Fall schmeckt es auf jeden Fall richtig gut. Dann haben wir noch ein bisschen Fladenbrot. Und dann werden wir das gleich hier auf den Grill tun. Den heizen wir jetzt gerade mal auf. Der sieht irgendwie schon richtig katastrophal aus. Aber ja, den müssen wir gleich kurz sauber machen. Und dann lassen wir das gute Stück erstmal sich aufwärmen. Grillmeister Piotrik am Start. Piotrik ist ja ein bisschen am Putzen. Kannst du das bitte ordentlich machen? Ich möchte keine Reste an meinem Essen haben. So nutzt man die Mittagspause auf jeden Fall optimal. Ja, wir haben nur keine Zange, deswegen kann ich das alles so schön drehen. Aber eine Zange werden wir uns auch noch anschaffen, das haben wir nur leider vergessen. Ein kleiner Spaziergang, damit wir uns fit halten. Also wir waren am Überlegen, ob wir joggen gehen sollen oder einfach nur spazieren gehen sollen. Jetzt haben wir uns für Spazieren entschieden, aber wir laufen bis in die Stadt, das ist ein kleines Stückchen, und wollen dann da was essen. Also ein Eis oder so, mal sehen, aber ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Spazieren und wie ihr seht, es geht gerade so bergauf und ich fühle mich, guck mal, wie ich filme, als würden wir so richtig so eine Wanderstrecke so bergauf laufen. Ja,
Guck mal. So, wir haben uns jetzt hingesetzt und haben eine Cola bestellt und einen Tee und ja. Wir haben gerade Urlaub gebucht. Achso, ich dachte, ich lasse. Danke. Leute, ich schwöre euch, ne, sowas kann auch nur mir passieren. Wie peinlich war das bitte? Und vor allem, wir sind den ganzen Weg hierher spaziert. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg gleich wieder nach Hause laufen. Und meine Hose ist einfach komplett nass. Es ist einfach so peinlich. Guten Morgen, Leute. Wir haben schon wieder den nächsten Tag. Ich sitze jetzt gerade auf dem Balkon und entspanne mich so ein bisschen. Ich habe gerade schon was gefrühstückt und wir haben heute die Information bekommen, beziehungsweise wir haben es gestern Abend schon entdeckt, dass ab Freitag bei uns die Fitnessstudios wieder öffnen, ohne Corona-Test, ohne alles. Also ich glaube, in vielen Städten und in vielen Bundesländern öffnen die Fitnessstudios ab Freitag wieder ganz normal. Bei uns aber auf jeden Fall auch, deswegen freuen wir uns da auf jeden Fall drüber. Das heißt, wir hätten jetzt letztes Mal auch mit unserem negativen Test gehen können, weil wir sowieso unseren Vertrag sozusagen wieder aufnehmen müssen und diesen Monat bezahlen. Aber das heißt, am Freitag werden wir erstmal trainieren gehen. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Wir haben übrigens gerade Mittwoch, also damit ihr so einen ungefähren Zeitplan habt. Ich werde morgen noch vloggen und dann kommt dieser Vlog wahrscheinlich am Freitag online, wenn wir dann im Fitnessstudio sind. Ich habe mal den Standort gewechselt und wir sind jetzt draußen. Da läuft meine Vorlesung und wir sind im Garten und ja, es scheint noch die Sonne. Deswegen kann ich mich jetzt hier schön entspannen. Und nebenbei muss ich meine Vorlesung hören, aber die ist gleich auch schon zu Ende. Und dann habe ich noch einen Vortrag und dann kann ich endlich entspannen. Es ist einfach immer noch so ein schönes Wetter und wir haben schon ungefähr 18 Uhr, so um den Dreh. Und ich meine, klar, die Sonne ist sowieso noch hell draußen bis 10, 11 Uhr. Aber ich finde, dass die Sonne noch so richtig schön strahlt und knallt, ist so richtig schön um 18 Uhr. Und ja, heute werden wir, denke ich mal, nicht mehr so viel machen. Wir bleiben einfach im Garten liegen, chillen, entspannen. Und Piotr ist gerade drin, der hat auch noch so einen Vortrag, den er sich anhören muss. Es ist so nervig mit Uni und also ich hasse Vorlesungen eigentlich, aber in ein paar muss man einfach reingehen. Und dann hat man ja generell auch noch was zu tun am Tag. Aber ja, jetzt sitzen wir hier. Oder ich sitze hier, Piotr ist noch drin und ich freue mich, wenn es vorbei ist. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg mein Auto tanken, weil der Sprit ist gerade günstig und ich musste jetzt extra, oh, ich bin total überbelichtet. Ich musste jetzt gerade auf jeden Fall extra nach Hause, weil ich meinen Autoschlüssel nicht dabei hatte. Habe jetzt meinen Autoschlüssel geholt, sitze im Auto und fahre jetzt tanken, weil Sprit ist gerade echt richtig günstig und mein Auto steht seit einer Woche auf Reserve in der Garage, weil der Sprit einfach die ganzen Tage so teuer war. Aber naja, also jetzt gehe ich mal kurz mein Auto tanken. Kurz ein bisschen die Hände wärmen und wer auf jeden Fall nicht fehlen darf. Louis, hast dich auch extra hingelegt, damit du hier mit uns bist. Louis, also eigentlich wollen wir reingehen, schlafen. Naja, schlafen noch nicht, ist noch hell, aber kommst du mit oder nicht? Ha? Ja, komm. Heute haben wir frei und wir fahren jetzt in die Stadt. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich musste hier das Licht ausmachen, weil das flackert ja sonst immer. Ich wollte euch nur kurz mein Outfit zeigen. Und zwar ist das mein Outfit. Das ist so ein süßes Kleid, das hatte ich noch nie an. Das ist schon echt alt, muss ich sagen. Also vom letzten Jahr oder so. Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Kleid von H&M. Das gibt's safe nicht mehr. Und dann habe ich diese Schuhe an, die sind auch von H&M. Und die verlinke ich euch mal in der Infobox. Ja, ansonsten ist das mein Outfit und ich freue mich so jetzt in die Stadt zu gehen. Und ja, ich fühle mich richtig gut und ich freue mich. Wir sind wieder im Zara. Tada. Einmal ein bisschen durchstöbern und ja, soweit haben wir jetzt alles erledigt. Und werden noch ganz kurz zur DM gehen. Ich weiß nicht, wo hier DM ist, aber auf jeden Fall müssen wir kurz zur DM. Denn ich muss noch ein paar Sachen für zu Hause kaufen. Aber dann sind wir fertig, gehen in den Garten, gehen nach Hause. Ja. Hallo. Wohin gehen wir? Sehr gut. Ey, meine Nagelfarbe passt mit deiner Maske. Gelat heute Orientierungs Sinne verloren. Ich hab es gefunden hier rum. Oh, ich bin so am Schwitzen. Es ist so warm. Und jetzt fahren wir erstmal Richtung nach Hause. Dann zeige ich euch, was ich bei DM gekauft habe. Und dann gehen wir vielleicht noch ein Eis essen. Kein Stress, Kapitän. Okay. Aber schon voll hier.
Oder? Miau. Pass auf. Ja, es ist voll. Aber es geht, ne? Also, ja, es ist ganz okay eigentlich. So, das ist unsere Ausbeute aus dem DM. Also zum einen haben wir hier zweimal Seife gekauft. Dann habe ich mal, ich wollte einen Schaumfestiger kaufen, weil ich dachte, vielleicht halten dann meine Wellen länger. Heute habe ich ja mir so Wellen gemacht und ich weiß nicht, wie lange das hält. Deswegen dachte ich, ach, ich probiere einfach mal so einen aus. Ultra Power, also 5. Stufe. Ich hoffe, irgendwie das bringt was. Ich weiß nicht, ich benutze eigentlich nie Schaumfestiger. Ich dachte, das probiere ich mal aus. Dann haben wir zweimal Zahnpasta gekauft. So Toilettenstempel, sagen wir immer. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Frische Siegel. Dann ein Waschgel. Damit schminke ich mich immer ab. Das mag ich. Das benutze ich seit Jahren. Dann eine Körpercreme von Neutrogena. Die benutze ich auch schon seit Ewigkeiten. Das ist definitiv die beste Körpercreme, die ich kenne. Und dann haben wir noch einen Sonnenschutz mitgenommen. Ein Sonnenspray in 30, also SPF 30 oder LSF, Lichtschutzfaktor. ja, auf jeden Fall so ein transparentes. Ich fand das eigentlich ganz interessant, weil sonst kenne ich das Transparente immer nur als Öl. Und jetzt mal so als, also halt nicht als Öl, sondern einfach nur so als Sonnenspray. Na, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall finde ich transparent irgendwie schöner als milchig. Und dann habe ich mir noch in der Stadt gekauft einmal Socken, weil ich brauchte neue Socken, neue weiße Socken. Ja. Und zweimal diese Kerzen. Die sind jetzt sogar gegen Tiergeruch. Und die riechen eigentlich echt gut. Also das sind zweimal die gleichen. Ja. Und das war's. Wir haben unser Eis. Piotrik, ich wollte so schön unser Eis zeigen. Und er wollte einfach nicht warten und fängt an. Zeig doch, das sieht doch genauso aus. Piotrik hat eine Kugel Erdbeere, weil er gleich noch was Richtiges essen wollte. Und ich habe eine Kugel Cookies und Strotzer. Und seid mal ehrlich, als ob man das jetzt sieht, dass ich das gegessen habe. Das sieht doch ganz normal aus, oder? Mhm. Yay! So, meine lieben Freunde, wir sitzen gerade noch ein bisschen draußen bei meiner Oma. Also wir sind immer noch hier. Wir haben gerade Pizza bestellt, Pizza gegessen. Ich bin so voll, ich bin so müde und schlapp. Ich würde mich am liebsten einfach ins Bett legen, aber wir sitzen halt noch draußen. So langsam werde ich aber wirklich schlapp vom Tag. Aber ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert, abonniert gerne meinen Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!